Und da sind wir wieder, Leute. Herzlich willkommen zum Update-Video der Woche. Und wie jede Woche erzählen wir euch auch heute, was alles neu gekommen ist. Und dieses Update hat wenig, aber dafür große Updates im Gepäck. Und deswegen fangen wir direkt an. Aber Leute, am Ende kommt das krasseste Fahrzeug, das es jemals bei Paulberger RP gab. Aber wir fangen direkt an. Let's go. Die ein ganz großes Update bekommen. Und zwar kann man auf Instagram oder auch bei uns genannt ab jetzt Instapick, kann man nämlich einen Livestream mit bis zu 3 anderen Leuten starten und so zusammen live gehen. Des Weiteren wurde das Handy noch mehr überarbeitet, dass es wie ein echtes Handy wirkt. Zum Beispiel kann man jetzt hier ein Icon gedrückt halten, dann kommt man jetzt hier in die Bearbeitungsfunktion und kann sogar Sachen verschieben. Und dieses gesamte System, dass das Handy noch echter ist, zieht sich durch das gesamte Telefon. Es gibt eine neue App und zwar die Sprachnotizen. Diese kann man jetzt machen und wenn ich jetzt aufnehme, nehme ich auch gleichzeitig Menschen um mich herum auf. Das bedeutet, wenn jetzt hier jemand vor mir einen Quatsch macht, kann ich das aufnehmen und zur Polizei gehen. Des Weiteren haben wir eine Garagen-App und dort könnt ihr eure gesamten Fahrzeuge ansehen und sogar schauen, wo sie sich befinden, wenn sie denn ausgeparkt sind. Es gibt auch im App Store ein neues Spiel, unter anderem Flappy Bird. Aber Leute, es gibt noch viel, viel andere Änderungen im Telefon. Deswegen checkt es einfach ab. Aber wir machen jetzt weiter mit der nächsten Änderung. Denn es gibt, wenn ihr euch jetzt auf einem Auto befindet oder hier einem Roller und Escape drückt, ein neues Fahrzeugmenü. Und das Ganze sieht so einmal aus. Hier könnt ihr sehr viel sehen, die aktuelle Temperatur draußen. Als Paulberger könnt ihr sogar hier Neon anmachen, das sogar blitzen kann, also flackern kann. Und ihr könnt eine Parkkamera starten, mit der ihr viel einfacher parken könnt. Es gibt auch noch mehr Sachen hier zu entdecken, deswegen checkt das Ganze auf jeden Fall mal aus. Aber wir kommen jetzt schon dazu, worauf ihr alle gewartet habt. Und zwar gibt es jetzt ein neues Auto der Woche. Und das Auto der Woche ist das heftigste Auto, das es jemals gab. Und deswegen freue ich mich, euch zu sagen, das Auto der Woche ist der Bugatti Veyron. Und hier steht der Wagen auch schon und schaut ihn euch an. Alter, es ist einfach der erste Bugatti hier auf den Server gekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie er bei euch ankommt. Und guckt euch dieses Auto mal an. Also sehr, sehr krass. Das Auto hat über 1000 PS, ist unendlich schnell, Leute. Und sieht auch sehr, sehr krass aus. Und vor allen Dingen, es ist auch sehr, sehr selten. So viel kann ich euch sagen, Leute. Der Spoiler fährt automatisch aus. Und wenn man bremst, fährt es sogar nach oben. Das Auto ist sehr, sehr krass. Und wie ihr sehen könnt, auch sehr, sehr schnell. Wenn euch dieses Auto also gefällt, könnt ihr jetzt zu einer Werkbank gehen und die Veyron-Kiste bauen und mit etwas Glück gehört dieses Auto bald euch. Ich hoffe, euch hat das Update gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das war's gewesen. Ciao mit Au!